Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Pantoffelkino. Eine Folge, auf die sich zumindest zwei Leute freuen werden. Nämlich meine Wenigkeit und der Rainer. Das ist nämlich sein Lebemannwunsch. Mit mir dabei sind Volker, Mario und Lars. Hallo. Und wir sprechen heute über Italo-Horrorfilme. Ja, ich freue mich auch. War doch klar, dass ich dabei bin. Ich wundere mich, was du hier machst. Deswegen habe ich gerade so geschrieben. Vielleicht muss ich euch ja stoppen, wenn ihr gleich hier alles zur Kunst erklärt wird. Natürlich. Und in Wahrheit ist das ganz übelster Trash. Wollen wir mal gucken, ne? Ja, und zwar habe ich mir Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies von 1979 ausgesucht, auch bekannt unter Zombie 2. Da zeigen wir mal den Trailer. Niemand weiß, woher diese Wesen kommen. Man weiß nur eines. Sie wollen Fleisch. Menschenfleisch. Voodoo. Schreckensinsel der Zombies. Als in New York ein führerloses Segelboot einläuft und ein Polizeibeamter auf dem Boot von einem Zombie angegriffen wird und getötet wird, stellt der Reporter Peter West zusammen mit der Kollegin Anne Bowles fest, dass die Tochter des Bootsbesitzers ist und dann dadurch, dass die beiden Reporter sind, dann Nachforschungen anstellen. Dabei erfahren sie dann, dass Ens Vater zuletzt auf einer Insel gearbeitet hat, und zwar heißt die Matol. Und daraufhin reisen dann die beiden zu den Antillen, um da herauszufinden, was das genau alles auf sich hat. Sie besorgen sich dann auch einige Leute, die sie dann begleiten. Und stellen dann auf dieser Insel fest, dass Verstorbene, also sozusagen lebende Leichen, aus den Gräbern steigen und dann somit die Opferzahl erheblich ansteigt. Das ist im Grunde genommen die ganze Handlung. Also wir haben hier nicht so den typischen Zombie-Film, wie man sie normalerweise kennt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr splatterhafte Szenen. Ich glaube, das ist das, was den Film auch besonders ausmacht. Ich habe hier die DVD-Fassung, Voodoo, ja, mit sehr, sehr brutalen Szenen, die in Deutschland immer grundsätzlich geschnitten war. Dennoch war der Film aber auch sehr, sehr erfolgreich, weil es war ja gerade, wie du schon sagtest, Christian, so die Zombie-Welle nach dem besonders großen Erfolg von Zombie Dawn of the Dead. Hat auch der zweite, dieser Zombie 2, sehr gut funktioniert, obwohl er geschnitten war in Deutschland. Es war halt so die Zombie-Welle im Moment. Ne? Und wie kam der bei euch an? Also das ist schon ein etwas ungewöhnlicherer Zombie-Film. Also erstmal vielleicht noch zum Titel, es ist ja nicht wirklich eine Fortsetzung des George R. Romero-Films. Und ich glaube, da hat man damals auch ein paar Leute mit reingelegt, indem man ihn so genannt hat. Ne? Genau, ist es nämlich nicht. Ja, es ist ein ganz eigenständiger Film. Ich habe auch mal früher mal gedacht, oh, der heißt Zombie 2. Geht's da weiter? Geht's da weiter? Ja. Und das war natürlich dann nicht der Fall. Mir wollte ich ganz kurz sagen. Und zwar die Zombies vom Make-up gefallen mir in Zombie, also in diesem Zombie 2, da hat man sich viel, viel mehr Mühe gegeben als im tatsächlichen Original Zombie Dawn of the Dead, wo man die Zombies lediglich so ein bisschen blau angemalt hat. Also vom Make-up her finde ich finde ich diese Zombies wesentlich gruseliger und bedrohlicher als im Original Zombie-Film von George R. Romero. Das muss ich mal ganz klar sagen. Also hier hat man sich mehr Mühe gegeben, finde ich persönlich. Also Zombie 2 hieß er ja auch nie bei uns. Er hieß ja bei uns immer Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Deswegen bin ich damals nie drauf gestoßen, dass das eine Fortsetzung sein sollte. Tatsächlich war es so, dass das Drehbuch fertig war und dann lief plötzlich Dawn of the Dead in Italien an als Zombie, nur mit I geschrieben, und war ein Riesenerfolg. Und dann dachte man sich, Mensch, da müssen wir drauf anschließen. Sie haben den Titel geändert und sie haben diesen gesamten New York-Teil im Endeffekt dazu gedichtet. Das heißt, die haben das Drehbuch umgeändert. Jetzt beginnt er halt in New York, sonst hätte er ganz woanders irgendwo gestartet.
Aber sie wollten halt eben die Nähe zum amerikanischen Film rüberbringen und haben dann mit relativ wenig Geld in New York die Szenen gedreht. So ist zum Beispiel die, übrigens, es gab damals zwei Fassungen. Also es gab tatsächlich eine Fassung, die war an Gewalt ungeschnitten. Es fehlte nur eine Handlungsszene. Die ist in der neuen Fassung ganz übel neu synchronisiert. Das ist die einzige Szene, in der Lucio Fulci selbst auftritt als, als Chef einer der Zeitung. Die ist relativ am Anfang und da haben die ganz schlechte Synchronstimmen ganz plötzlich in der Fassung, weil die damals immer fehlte. Die wurden beim Dreh übrigens rausgeworfen von Rupert Murdoch, der gerade da eine Sitzung abhalten wollte und völlig empört war, dass da Leute waren, die gedreht haben. Genauso gibt es am Ende ja eine Szene, auf der, in der die Zombie-Apokalypse dann eben auch in der westlichen Welt angekommen ist, das darf man, glaube ich, spoilern, und über eine Brücke gehen. Das sind die ordentlichsten Zombies aller Zeiten, denn sie gehen ganz brav über den Gehweg, während unten der Verkehr ganz, ganz normal weiterfließen kann, ohne irgendwie Chaos. Die fahren ganz normal die Brücke längs, weil man hatte kein Geld, um die Brücke zu sperren. Ach so. Ja, also da, muss man dazu sagen. Das ist auch nicht schlecht, das ist ja auch geil. Okay. Interessant ist, dass hier die Schwester von Mia Farrow die weibliche Hauptrolle spielt. Tisa Farrow, die hat eine, die hat ihre Schauspielkarriere quasi in Italien beendet, indem sie drei legendäre Filme gedreht hat: Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, Jäger der Apokalypse und zum Abschluss nochmal Maneater in der Hauptrolle. Da hat sich wohl gedacht, jetzt möchte ich nie wieder schauspielern, nach dem Schund, den ich hier gesehen habe. Ja, vielleicht war aber auch die Tatsache, dass sie die Schwester ist, auch erstmal der Hauptgrund, dass sie überhaupt die Rolle bekommen hat. Sicherlich, dafür hat sie die Rolle bekommen. Wobei ich übrigens Jäger der Apokalypse sehr unterhaltsam finde. Ich finde sie alle drei unterhaltsam auf ihre Art und Weise, unterschiedlich. Maneater am schwächsten. Voodoo finde ich auch sehr unterhaltsam. Natürlich ist das alles eine Spur trashiger als bei Romero. Ja, die Zombies sehen aber hier wesentlich besser aus. Für Italo-Verhältnisse ist das gut gemacht. Er hat einen geilen Soundtrack. Er hat ja diesen Anfang, wenn man sieht nur diesen Zombie, der so in diesen Sack hochkommt und dann sieht man eine Waffe und hört diesen Schuss. Und dann sagt diese Figur, die sich später als Arzt empuppt, so, hier gibt's nichts mehr zu tun. Das Schiff kann auslaufen. Und dann kommt diese Fabio Frizzi-Musik, die einen gleich so, wow, dieses Dieses Dunkle. Und denkt man so, wow, und da ist man gleich in der Atmosphäre. Und das ist nämlich genau die Stärke des Films. Neben Fulcis Talent zu großartigen Kameraeinstellungen, vielen Close-ups ja auch, und einem ganz gemeinen Aufbau, wenn man eben einen Mord filmt, mit einem Holzsplitter zum Beispiel, wo man wirklich auch schon weiß, also wenn man keinen Ekel sehen kann, hat man hier genügend Zeit, um wegzugucken. Ja. Weil es wird lange gesagt, Holzsplitter, Auge, Holzsplitter, Auge. Das hatte ich mir auch notiert. So, okay, wenn ich jetzt Gewalt nicht sehen möchte, dann kann ich jetzt immer noch in Ruhe mir noch was einschenken. Oh, Holzsplitter, immer noch Auge. Ich kann noch ein paar Chips essen. Nein, nein, der wird zwar gezeigt, aber die wird da nicht mit dem Auge und dem Kopf reingehen. Und dann sieht man es doch. Ja, erstaunlich gute Effekte. Es ist auch der einzige Zombie-Film, den ich kenne, in dem ein Zombie unter Wasser gegen einen Hai kämpft. Ja. Ich meine, ich erwarte eigentlich immer noch ein Sequel, in dem ein Zombie-Hai jetzt unterwegs ist, weil der Zombie beißt ja auch den Hai. Also ja, wusste ich gar nicht, dass Zombies auch Fisch mögen. Das war mir auch neu. Ja, ja, die beißen sich ja gegenseitig. Also der Hai klaut den Arm und der Zombie beißt mal kurz in die Seite. Genau. Jetzt habe ich langsam gar keine Szenen mehr, die ich noch erwähnen kann, weil das schon getan übrigens hat er mit einem echten Tigerhai gedreht. Aber der weiß halt alles über den Film. Ja, Entschuldigung, das tut mir leid. Also ich mag den unheimlich gerne, auch wenn er natürlich unglaublich hanebüchen ist, aber die Schauspieler machen eigentlich einen guten Job bei den hanebüchenen Dialogen. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass dieser einer der Filme ist, wo die Hälfte der Crew war die amerikanische Crew, die hat Englisch gesprochen und die andere Seite der Crew, die hat nur Italienisch gesprochen. Die haben sich am Set, also der Film ist weltweit synchronisiert worden, weil es gab eine Mischmasch-Tonspur nur. Interessant, dass das funktioniert hat. Die eine, also das war die Unterwasserszene, war wirklich eine von den Szenen, wo ich sehr beeindruckt war. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist auch sowas wie, keine Ahnung, das könntest du heute auch so nicht mehr drehen. Das hatte sogar was und Poetisches. Ja, ja. Ich habe noch, und da guckst du natürlich auch, denkst du natürlich auch, wenn du das anguckst, denkst du, boah, das muss ewig gedauert haben und wow, richtig fantastisch. Dann wirklich auch beeindruckend fand ich die tatsächlich, obwohl das sehr klischeehaft ist, aber die Szene, wo dann im letzten Drittel die Toten dann aus ihren Gräbern rauskommen,
Die alle in 10 Zentimeter Bodentiefe begraben wurden. Die können ja alle immer so aufstehen. Ja, wir wollen jetzt nicht über die Beerdigungstradition auf der Insel streiten. Das fand ich, das sah sehr, sehr beeindruckend aus. Richtig gut gefilmt. Wieder das gleiche, wieder gute Kameraarbeit. Die Zombies selber ist immer so, keine Ahnung, Zombies, da kannst du auch immer, da kannst du Quartett mitspielen. Also die sehen richtig gut aus. Sind aber eher so vom Bedrohlichkeitslevel her, so, wo du denkst, naja, also da könnte ich drum rumlaufen oder keine Ahnung. Also, und die Schuhe vorher noch zubinden. Ja. So, während die 2 Meter entfernt sind. So, aber warte mal. Darum geht es ja, das ist wieder so eine, darum geht es ja auch nicht. So wirklich rennende Zombies kamen ja erst viel, viel später. Aber da geht's wieder, das ist wieder das Gleiche. Da geht's um die Atmosphäre und da geht's um das Langsame und man guckt sich die, wie gesagt, das tolle Make-up an, man guckt sich die Gesichter an und soll sich dann, ja, da ist wieder Atmosphäre über alles. Der Schluss war bis auf, also sehr interessanter Schluss, bis auf die Szene, die du vorhin beschrieben hast. Ich hätte es tatsächlich besser gefunden, wenn man das weggelassen hätte, so einfach nur den, quasi mit so Radioübertragungen in die Credits und... Man hätte auch eine andere Straße nehmen können, die nicht so stolz befahren ist, wo man das vielleicht realistischer hätte. Oder was wir gerade schon gesagt haben, ja, warum nicht einfach CGI? Ist ja ganz einfach. Einfach mit Computer das Ganze 1979! Verstehe das Problem nicht. Gab's? Nein, aber toller Film und sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam und auch wieder richtig schön anzusehen. Gab es rennende Zombies nicht schon beim Großangriff der Zombies? Ja, aber das waren nur in Deutschland Zombies. Der Film heißt ja im Original Nightmare City. Das wäre ja auch ein Kandidat, glaube ich. Auch, hatte ich erst auf der Liste, ja. Habe ich zugunsten. Ich weiß nur, dass die, glaube ich, gelaufen sind. Die sind gelaufen, genau. Und die haben auch Waffen geschossen. Ja. Also so was die Fassung angeht, also DVD und Blu-ray sind ungeschnitten. Ja. Bei Voodoo, ne? Da war, glaube ich, nur das Video geschnitten, ne? Oder also die VHS war damals Cut, da war auch die Gewalt geschnitten. Es gab eine Auflage, und ich weiß das, weil meine Eltern hatten genau die damals, und zwar als Video 2000 Original. Da war die Gewalt ungeschnitten, da fehlte aber auch eben diese Büroszene, die ja später nachsynchronisiert wurde. Also okay, die gab es nie in Deutschland. Die Videokassette hatte damals eine Laufzeit von 85 Minuten, da fehlen also ungefähr 3 oder 4. Ja. Ich habe nämlich in diesem Zusammenhang... Das hier ist der erste Videokatalog von Marketing von 1982. Mhm. Und wenn du da reinguckst, Christian, da muss dir das Herz aufgehen. Das erste Programm von Marketingfilmen bestand aus Nackt und Zerfleisch. Cannibal Holocaust. Nackt und Zerfleisch, ach Gott. Ja, ein toller Titel, oder? Nackt und Zerfleisch. Des Weiteren waren im Programm ein Film namens Asphaltkannibalen. Interessant. Den möchte ich gerne mal sehen. Ihr noch mehr. Ich habe ihn gerade erwähnt, Großangriff der Zombies. Das war damals das Paradies für den Videotheken-Freund und Voodoo-Schreckensinsel der Zombies. Alles versammelt hier, inklusive übrigens... die ganze Indexbande. Inklusive übrigens dem großen Vorbild all dieser Filme, dem einzig echten und wahren Romero-Zombie, da ist er. ich habe mir damals tatsächlich auch irgendwann Voodoo besorgt, weil ich mal gehört oder gelesen hatte, dass zwischen all diesen billigen Zombie-Nachfolgern, die es gab, der ein bisschen raussticht und der schon ein bisschen besser sein soll. Und deswegen war ich auch daran interessiert. Also ganz so durchgehend begeistert wie ihr bin ich nicht. Ich finde, er fängt sehr stark an mit dieser Segelboot-Geschichte da. Das ist atmosphärisch sehr schön. Du hast die Hai-Unterwasser-Szene gegen Zombies erwähnt. Mir ist es am Ende ein bisschen zu viel wieder auf einmal. Es kommen dann die massenhaften Zombies und es ist dann ja nur gerennige Kämpfe und Splatter, also fast eine halbe Stunde lang noch am Ende oder so. Da wurde es mir irgendwann wieder der Overkill. Das brauche ich nicht so in der Masse. Ich mag's ja. Der Film hat für mich nicht die Spannung, die der Kaufhaus-Zombie hat. Nein, und das hat mich aber damals ja so gefesselt, dass ich wirklich mit denen so mitgezittert habe. Das fehlte mir hier halt so. Ich finde die erste Hälfte besser als die zweite und finde ihn ganz okay. Aber am Ende, bis auf die Schlussszene, die ich eigentlich zumindest von der Idee her sehr gut fand, hat er mich dann nicht mehr so sehr interessiert. Die Musik? Wie hat die dich? Wie findest du die Musik? Ja, eher positiv, ja. Tja. Musik ist klasse, finde ich auch. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.